Auch deswegen sind wir zusammen, wegen dieser gefühlvollen Seite. Ich kann die Stimmung nur dadurch auffangen, einen Witz zu erzählen, den Tobi Katze erfunden hat. Kommt ein Mann zum Metzger und hätte gern ein halbes Schwein. Sagt der Metzger, was wollen Sie denn damit? Es fällt doch immer um. Okay, wir sind wieder da in Essen. Okay, ich kann darauf jetzt versuchen, auch sentimental zu antworten oder komplettes Gegenprogramm. Sentimental. Es ist schwierig. Schwierig, sowas angezogen zu tun. Die Fliege ist weg. Das ist keine Verkleidung, weil ich tatsächlich neulich wirklich so rumgelaufen bin. Und das war okay. Es war vollkommen okay. Es passt aber besser zu dem. Es passt besser zu dem Text. Ich weiß, es ist schwierig, das vielleicht zu kontern, aber vielleicht kann ich die Brücke bauen. Die einzige Brücke, die möglich ist zwischen diesem Text und diesem Text. Denn der Mensch in deinem Text könnte zum Beispiel gehießen haben Dieter. Sehr wahrscheinlich sogar hieß er Dieter. So wie dieser Text Dieter heißt. Und er ist eigentlich dir gewidmet, hier vorne. Denn wir teilen ein Schicksal. Ja, ich komme aus Dortmund, da gibt es viele Glatzen, aber ich meine jetzt nicht unbedingt Nazis. Und das ist sozusagen dann ein Trauma-Bewältigungstext, den ich jetzt dagegen halten möchte. Und der heißt Dieter! Es passiert mir in letzter Zeit immer häufiger, dass ich beim Wiedersehen mit Bekannten oder auf Familienfesten mit einer ans boshaft grenzenden Beiläufigkeit daran erinnert werde, dass mein Haarwuchs ja auch schon mal bessere Zeiten erlebt habe. Ich muss dann immer wieder dem inneren Drang widerstehen, Dinge zu sagen, danke für deinen Hinweis, Onkel Norbert, aber lass uns doch zur Abwechslung mal über dein Alkoholproblem reden. Aber das sagt man dann wieder nicht. Man hat auch gar nicht die Möglichkeit, etwas zu sagen. Wenn eine Glatze das Symbol der Unwürde ist, dann ist ein kecker Spruch, der beweisen soll, dass man das Ganze mit der nötigen Portion Humor sehe, das Hochamt der Unwürde. Hier ein paar Beispiele. Glatze? Nun, ein hübsches Gesicht braucht nun mal seinen Platz. Oder Glatze? Nun, jedes Haar war eine frohe Stunde und ich sag mal so, ich hab noch ein paar. Oder für Fortgeschrittene. Glatze? Chemotherapie, du Arschloch. Ist ein bisschen hart, aber wenn es um Haare geht, da kämme ich nichts. Ist auch egal, was man sagt, es wird eh nicht lustig sein. Menschen mit Glatze haben keinen Humor. Zuerst verliert man seine Haare und dann den Humor. So ist das eben. Aber ist auch okay, wir verlieren nämlich gleichzeitig jegliche Ambition zu gesellschaftlicher Akzeptanz und sozialer Interaktion. Darum gibt es auch nur eine richtige Antwort auf dumme Sprüche solcher Art. Glatze? Fick dich. Ich stehe jetzt dazu. Mit so einer richtig ehrlichen Glatze, da wäre ich sogar noch zufrieden. Mit so einer richtigen, ausgefallenen Frisur.
Aber bevor man sich so eine echte Glatze verdient hat, muss man ja noch durch die Vorhölle des Haarausfalls, durch das räudige Halbglatzentum. Da hat man dann diese Stelle, diesen hellen Fleck, diesen frechen Wirbel am Hinterkopf, diese kleinen Charakterecken über der hohen Stirn, diesem Stirnbalkon, diesem Schlachtschiff einer Stirn. Und da steht man dann mit diesem halbgaren Kopfgewusel wie mit so einem halbsteifen Penis nach einem halb betrunkenen Abend und man weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll. Es gibt Menschen, die haben freche Frisuren. Meine Frisur ist eine Frechheit. Und dann versucht man das Ganze auch noch durch einen Fashion Bart zu kaschieren. Sowas Hippes, sowas Männliches, wie bei Patrick Salmen oder Björn Göge. Aber unsere Bärte sind niemals männlich. Sie sind weder dicht noch flauschig, noch sind sie rot, rost, kupferbraun. Sie sind kräuselig und löchrig und schütter und ganz und gar falsch. Und sie lenken auch nicht von der Tragödie ab, die sich da ein Stockwerk höher abspielt. Da helfen keine blöden Sprüche oder schicke Klamotten oder wissenschaftliche Studien. Da hilft nur noch die absolute Kapitulation. Ja, wir sehen scheiße aus. Ja, wir werden es nicht mehr sehr weit bringen. Ja, wir hatten eine gute Zeit, aber die fetten Haare sind vorbei. Dann steigt man ab vom Karriere- und Beziehungskarussell und lebt das Leben, welches für einen bestimmt war, ein Leben als Dieter. Ein Leben, in dem man sich mit dem abgefunden hat, was einem nicht gegeben wurde. Denn Dieter ist nicht einfach nur ein Name, Dieter ist ein Lebensgefühl. Dieter ist das komplette Gegenteil von dem, was jemals von einem Mann erwartet wurde. Wir sind unter euch. Wir heißen Dieter, Wolfgang, Detlef, Herbert oder Rainer. Wir sind keine Angeber, wir sind Aufgeber. Im Diätbuch und beim Friseur sind wir das Vorherfoto. Das sozusagen das Vorherfoto. Haha. Buhu! Es gibt Menschen, die haben zwei linke Hände. Ein Dieter hat vier Füße. Wir haben keine Kondition, keine Ambition und keine Intention. Wir haben Aversion gegen Dinge und Menschen. Kennt ihr nicht auch diese Typen, die mal ein bisschen zu laut sind und ein bisschen zu aufdringlich und ein bisschen zu schmierig? Das sind wir. Kennt ihr diese Typen nicht? Dann seid ihr selber ein Dieter. Herzlich willkommen an Bord. Letztlich ist das Leben als Dieter so wie das Leben als Raucher. Es ist ein bisschen eklig und es stinkt, aber es macht verdammt nochmal auch Spaß. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, aktiv etwas für das heutige Dietertum zu tun. Ab sofort bin ich Herausgeber eines neuen Oben-Ohne-Magazins für Männer. Die Dieter. Die Zeitschrift für das ambitionslose Arschloch von heute. Statt Fitness-Tipps und Beauty-Tricks gibt es beispielsweise Bilder von Bier. Und zwar nicht im Rahmen eines Testberichts oder irgendwelcher Empfehlungen, einfach nur Bilder von Bier. Bilder von Bier, es wird sich bewähren. Außerdem Mode. How to be sexy, not. Die neueste Jogginghosen-Kollektion. Oder Basteltipps. Dinge selber machen. Leicht gesagt, nicht getan. Oder Beziehungsratgeber. Was Frauen glücklich macht und wie man es verhindern kann. Wohnen, Hansa statt Ikea, einrichten mit Bierkisten. Im Interview, mal wieder niemand, Ernährung, Bier, gut. Das Konzept ist vielleicht noch nicht ganz ausgearbeitet. Aber wenn ich mir die Situation vorstelle, ein untersetzter Mann in Jogginghose und Unterhemd und Halbglatze betritt einen Kiosk, bestellt ein Sixpack Bier, eine Packung Ernte 23 und die neue Dieter. Ganz ehrlich, da wird mir ein bisschen warm ums Herz und ich frage mich, sind wir nicht alle ein bisschen Dieter? Die Antwort lautet nein. Dankeschön. Das war Rainer.